mache ich seit etwa 20 Jahren, schwerpunktmäßig im Bereich Backen, ja, man kann sagen so im süßen Bereich, durchaus auch andere Dinge. Ja, und Torten sind so ein bisschen mein Steckenpferd und von daher macht es jetzt natürlich auch für mich einen Riesenspaß und Riesenfreude, was so daraus gemacht wird aus unseren Dingen, die wir mitgebracht haben und wie kreativ jetzt die jungen Damen oder Damen auch so sind. Die erste Hochzeitstorte. Ich muss nächstes Jahr für meinen Bruder die Hochzeitstorte machen. Ich habe jetzt eine Probetorte gemacht für die Kommunion von meinem Cousin, aber das war jetzt die erste richtige doppelstöckige, war schon was anderes. Ich dachte, das ist eine schöne Sache, die wir unseren Lesern zeigen können und auch für mich selber, weil ich mich bisher immer nur ans Backen getraut habe und nicht an die Verzierungskunst, und jetzt steige ich voll ein. Ja, es ist einfach mein Hobby, ich mache es total gern, bin aber trotzdem froh, dass ich hier sein kann, weil ich jetzt schon noch mal viel gelernt habe. Dass ich sicher für die Hochzeitstorten 2 Stück, die ich noch backen werde in diesem Jahr, auch frische Rosen mit reinnehme und die bezuckern werde, was ich vorher nicht gedacht habe, dass sie so eine Wirkung haben kann. Und weil wir heute den tollen Hochzeitsworkshop hier haben, mache ich mit den Teilnehmern Deko zum Thema Hochzeit im schönen Vintage-Stil, wie sie dann auf ihrer Hochzeit den Tisch schön dekorieren können mit ganz einfachen Mitteln. Hat mir total gut gefallen. Ich habe auch ganz viel dazugelernt, weil auch mit den ganzen Möglichkeiten, die man ja zu Hause nicht hat, die ganzen Ausstanzer, die Sticker, die Stempel, das hat man ja alles nicht zu Hause. Ich fand das ganz toll, weil in diesem Jahr einige Feiern anstehen, wie Hochzeit und Taufe, und dann kann ich das, was ich hier gemacht habe, gut umsetzen. Ich habe gerade geheiratet, standesamtlich, und habe mich vorbereitet, habe geguckt, was brauche ich alles, und habe das Gewinnspiel gesehen und fand die Sache total cool. Und habe natürlich ganz doll Daumen gehabt, dass es klappt, und ja, ich habe Glück gehabt, total cool.